Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Spezial-Info-Video. Ja, eine Sache kurz zu sagen, es tut mir leid, dass ich so klinge, wie ich jetzt im Moment klinge. Da kann ich aber in dem Sinne nichts für. Ich bin leider noch ein bisschen heiser im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es ist Gott sei Dank so, dass ich jetzt schon ein bisschen besser auf dem Damm bin als in den letzten Tagen. Das kann ich so oder so schon mal sagen. Also, es hat sich Gott sei Dank verbessert. Aber das ist nicht der Grund, warum ich ein Spezial-Info-Video mache. Sondern es ist folgendermaßen. Ich werde leider mit YouTube aufhören. Beziehungsweise, nein, nicht ganz direkt aufhören. Der Kanal wird nicht jetzt mehr intensiv genutzt. Außer höchstens für Stream-Info-Videos, aber da komme ich gleich noch zu. Erstmal möchte ich mal zur eigentlichen Information kommen. Und zwar ist es folgendes. Ich habe erfahren, dass tut mir leid, dass schon in gewisser Weise viele YouTuber schon gewisse Probleme haben. Und zwar aus dem Grunde, es geht um das Thema Urheberrecht. Besonders betroffen sind eigentlich eher die Gamer. Und das Problem an der Sache ist, es hört einfach nicht mehr auf. Um es mal so zu sagen, YouTube ist wirklich jetzt schon am Rande der Verzweiflung, habe ich so das Gefühl. Weil ich habe erfahren halt, dass im Jahre 2014, also Anfang des Jahres, soll es so sein, dass ein neues System eingeführt wird und dadurch praktisch die Publisher selber entscheiden können, welche Videos halt drin bleiben können oder nicht. Es gibt da praktisch dann eine gewisse Whitelist. Und es ist halt so, dass die Publisher halt dadurch entscheiden können, welche Videos drin bleiben. Sofern dies der Fall ist, dass sie nicht drin bleiben, kann es dazu führen, dass auch eventuell ein Sofort-Strike kommen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es wird auch bei mir jetzt so sein, wie gesagt, ich werde den Kanal nicht mehr nutzen, außer höchstens für die Stream-Infos. Was aber auch daran liegt, ich selber habe auch schon Urheberrechtshinweise bekommen. Zum Glück aber noch nichts Ernsteres, also da bin ich schon froh. Ich werde allerdings die ganzen Videos, die ich habe, den größten Teil der Videos, werde ich in den nächsten Tagen, denke ich mal, löschen. Da ich ehrlich gesagt nicht das Risiko eingehen will, zu bekommen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Von daher wird das so sein, dass ich die Videos lösche und außerhalb meiner Musik, die ich da gemacht habe, die vor 3 Jahren, die werde ich noch drin lassen. Aber ansonsten wird der Kanal definitiv leergefegt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich sehe es einfach nicht mehr ein. YouTube macht mir auch zurzeit gar keinen Spaß mehr. YouTube macht mir einfach keinen Spaß mehr und was nützt es, Videos zu machen? Denn wenn ich schon genau weiß, dass Urheberrechtshinweise noch mehr auftreten können, also dass da noch gewissere Probleme kommen können. Von daher tut es mir ehrlich gesagt leid, aber ich werde, wie gesagt, mit YouTube komplett aufhören in dem Sinne. Es wird aber noch tut mir leid. So, es wird aber auch so sein, dass ich halt Stream-Info-Videos noch machen werde. Und darauf komme ich jetzt auch genau zu sprechen. Es ist nämlich so, ich werde auf Twitch TV werde ich
meine Aufgabe weiter fortsetzen. Das heißt, ihr werdet mich nicht komplett los sein, definitiv nicht. Es ist so, ich werde auch noch einen Link dazu rein. Oh Mann. Ich werde noch einen Link dazu reinsetzen. Und da könnt ihr meine Folgen. Könnt mir auch. Oh Mann! So, ihr könnt mir natürlich auch auf Twitter folgen. Da werdet ihr nämlich noch weitere Einzelheiten erfahren. Es ist wie gesagt halt so, ich werde das komplett einstellen. Den Kanal werde ich zwar noch nicht löschen, aber naja. Es macht mich so ehrlich gesagt traurig, dass ich mit YouTube an sich aufhören muss. Weil, was bringt es, ehrlich gesagt, Videos dafür zu machen, wenn man genau weiß, dass man dann eh Probleme kriegen kann. Ganz ehrlich, das ist echt nicht mehr lustig. Und darauf an muss ich jetzt mal sagen, fuck you, YouTube. Ganz ehrlich, fuck you. Oder besser gesagt, Google, fuck you. Ganz ehrlich, ich kann das nicht nachvollziehen. Was soll dieser Scheiß? Ich meine, das mit dem System ist ja echt der reinste Bullshit, was Anfang des Jahres kommen soll. Naja. Aber wie dem auch sei, es ist jetzt so, wie gesagt, dass ich aufhören werde. Jetzt gar noch, also ihr werdet mich auf auf Twitch TV noch weiter sehen können. Da werde ich meine Live-Videos machen. Und ja, da könnt ihr dann von mir definitiv noch mehr hören und sehen. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm für euch, dass ich mit YouTube aufhöre, beziehungsweise dass ich meine Videos lösche. Aber das Risiko ist mir einfach zu hoch, ehrlich gesagt. Weil, wenn ich schon höre, dass sogar YouTube-Partner, ich betone, YouTube-Partner, schon Urheberrechtshinweise bekommen. Und sogar der Chesso 305, dass der allein schon ein Video löschen musste. Weil die Musik verboten wurde. Ja. Da kann ich echt nur zu sagen, what the fuck, Alter, was soll der Scheiß? Ich meine, das ist doch nicht mehr normal, was da abgeht. Ja. Zudem, ja. Also, wie gesagt, es wird so sein, wie ich es eben gesagt habe, und ich hoffe für euch, wie gesagt, dass es nicht so schlimm ist. Ihr werdet mich auf jeden Fall auf Twitch hören, beziehungsweise ihr könnt mir, wie gesagt, auch auf Twitter folgen. Da werdet ihr weitere Einzelheiten erfahren. Da könnt ihr auch mit mir gerne reden, wenn ihr wollt, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder so. Aber es kann halt sein, dass ich dann nicht sofort gleich antworte, weil ich habe ja auch noch ein bisschen andere Sachen zu tun. Ne? Also von daher. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich das so machen werde, und ja, ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem weiter treu, dass ihr trotzdem mir folgt und auch auf Twitch weiter folgen werdet, damit ihr auch nichts verpassen könnt. Und ich werde auch in den nächsten Tagen noch ein Infovideo machen zum Thema Gesundheit, also sprich, ob ich dann wieder gesund bin oder nicht. Und ja, ich bin ja schon froh, dass ich überhaupt so einigermaßen reden kann. Ja, von daher, wenn euch dieses Infovideo in gewisser Art und Weise noch gefallen hat und ihr auch, wie gesagt, mir treu bleiben wollt, dann könnt ihr mir gerne dafür einen Daumen hoch geben und natürlich auch auf Twitch folgen. Und wie gesagt, den Link dazu werde ich noch reinpacken in die Info, in die Videobeschreibung. Und ja, man sieht sich dann definitiv auf Twitch.
Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne dafür einen Daumen hoch geben. Abonnieren in dem Sinne nicht mehr, weil, wie gesagt, YouTube ist ziemlich definitiv Geschichte. Ansonsten kann ich nur sagen, bis dann, ciao, ciao, euer The Life Force.